letzten Test absolvieren. Dann können Sie gehen. Los, würde ich sagen. Gut. Ich werde Ihnen nun einige Fragen stellen. Sie beantworten sie und betrachten dabei die Bilder vor Ihnen. Lassen Sie die Augen auf dem Bildschirm. Alles klar? Ja. Frage Nummer 1. Haben Sie sich schon mal von denen verlassen gefühlt, denen Sie trauen? Diese Frage kennen wir ja. Und erstmal vielen, vielen Dank für den neuen Anhänger. Danke für den Follower. Vielen, vielen Dank. Supergeil, Leute. Supergeil. Was? Durch Pupsen sind Dinosaurier ausgestorben? Ja, das glaube ich auch. So, und vielen, vielen Dank an alle Zuschauer hier in der Let's Play Live Show. Da will ich doch gar nicht hin. Wir gaben ihnen einen Grund zum Leben. Und wie danken sie es uns, indem sie unsere Arbeit vernichten? Wo wollen sie hin, wenn sie uns verlassen hält? Wer nimmt sie auf? Warum geben sie unsere Sache auf? Was wollen sie retten? Eine Welt, die sich nie um sie gekümmert hat. Ach, jetzt sind wir hier. Okay. Wir sind ziemlich nah am Ende schon. Das ist ein Horror-Game, ist nicht witzig. Es endet. Hier und jetzt. Genau. So, erstmal gucken wir hier rein. So, was haben wir hier Schönes? Ein neues Audiolog. Sie kommen mich holen. Ich weiß nicht wie, aber Sie wissen alles. Sie wissen sogar von Leslie. Verstecken ist nun zwecklos. Ich gehe ins System und liefere den Beweis, dass sich das alles gelohnt hat. Ich werde Sie überzeugen, dass ich das nicht für mich, sondern für Sie getan habe. Spinntante? Nur noch die letzten Einstellungen. Dann werde ich mit Leslie in den Stam gehen und ihn aktivieren. Das Funksignal wird in der Nähe zu hören sein. Es wird auch einige Unschuldige treffen, aber wie ich immer sage, der Zweck heiligt die Mittel. Dann wird Mobius endlich erkennen, dass ich einer ihrer Auserwählten bin. Ruben ist nur ein Geist. Ich bin ihr Retter. Ihr Plan ist nichts ohne mich. Ja, da hat er wohl recht. Ich bin Deutschlehrerin, nicht. Was? Was verpasse ich denn gerade alles wieder im Chat? Ich bin so total fasziniert auch vom Spiel gerade irgendwie. Weil es so dramatisch und total aufregend ist. Und wir kriegen hier unheimlich viel Munition. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich kommt irgendwas gleich. Erstmal den Fahrstuhl rufen. Und einen Speicherpunkt. Sehr gut. Bitte was? Natürlich! Natürlich! Klar! Willst du mich verarschen? Jetzt weiß ich, warum wir die Munition gekriegt haben. Natürlich. Hallo, geh da rein. Oh, Gott sei Dank. Ja, hau bloß ab, du Stinker. Boah, Gott sei Dank. Dann ist ja gut. Sie beantworten unsere Fragen nicht. Etwa aus Angst. Angst ist etwas Subtiles. Aber erlebt man wahre Angst. Ist eine lustige Chatrunde, Flexi. Wird man kontrollierbar. Vom wegen Multitasking. Stem ist unfehlbar. Eine Maschine, die auf Angst basiert. Ich habe keine Angst. Sie ist perfekt für unsere Zwecke. Sie werden die Erste sein. Der kommt immer näher, oder? Sie werden sich der Angst beugen oder sterben. Sie Hasta la vista. Werden für das sein, was aus uns werden wird. Leslie, warte! Geh da nicht rein! Oh nein.
Hier sind wir. Das bin ich. Ich bin angeschlossen. Wie alle anderen auch. Ich komme hier raus. Aufs Gruviks Gehirn schießen, Trophy? LOL? Body Count. Das war's? Das war the Year of Innen? Was? Congratulations, you did it? Yeah, we did it! Das kann's doch nicht gewesen sein, oder? Das steht so im Drehbuch. Habe ich gerade die Trophäe bekommen. Ja, danke, Body Count. Das war ja geil. Cool. Ich habe gedacht, was? Schon Ende? Nein, das kann es doch nicht gewesen sein. Okay, wieder zurück zum Spiel. Ist ja cool. So, wir sind alle angeschlossen. Und es geht weiter. Prost zusammen. Matrix lässt grüßen. Ja. Ach ja. Geh weg von ihm. Sebastian, hör mir zu. Hör auf. Du willst doch dasselbe wie wir. Gut, ich verstehe. Du bist nicht der junge Detective und das ist nicht irgendein gewöhnliches Kind. Du hast Joseph getötet und auf mich geschossen. Für mich sind das im Moment ausreichend Gründe, dir nicht zu vertrauen. Du bist ein guter Mensch. Deshalb habe ich... Es macht keinen Sinn mehr. Wenn du weißt, wer dieser Junge ist, wenn du irgendetwas weißt, dann weißt du, warum er nicht weiterleben darf. Blödsinn. Es ist Ruvik. Er ist derjenige. Das kennen wir ja, die Szene. Das ist ja schon das Finale. Vom Hauptspiel finde ich ja gar nichts lustig. Leute, ist ein Horrorgame. Bitte gruseln. Oh oh. Sie haben versagt. Jetzt kannst du bestimmt ballern. Sie hatten einen Befehl und sie haben versagt. Wir schauen Nein. mal. Das ist nicht real. Sie sind nicht real. Oh, das ich kann aber Twitch nur noch chatten. Aber ich bin hier. G-Man. Ich war die ganze Zeit bei Ihnen. Diese Welt ist ein Albtraum. Aber Sie machen mir keine Angst mehr. Das zeigt nur, wie wenig Sie verstanden haben. Sie sollten große Angst haben. Wir haben Sie, Kid. Und Sie wissen, was passiert, wenn man versagt. Wir werden Sie nicht einfach gehen lassen. Oh nein, finaler Bosskampf jetzt oder was? Oh nein. Ich scheiß auf sie. Genau. Ich bring sie um. Hasta la vista, Baby. Wo ist er? Wo ist der? Wo ist der? Fuck, nein. Wow, ciao. Natürlich, jetzt muss ich noch Munition sammeln, oder was? Boah, nein! Was? Natürlich.
Ciao. Wie sieht diese Welt für Sie aus? Nein! Ach komm! Fuck. Okay, kann es sein, dass ich den mit den roten Händen immer treffen muss? Jawohl, Kontrollpunkt. Yeah! Das ist Agent Smith, genau. Bitte was? Warum? Weshalb? Oh nein. Was? Ich muss gegen mein selbst kämpfen? Es ist dumm von Ihnen, uns bekämpfen zu wollen. Was? Wow! Wollt ihr mich verarschen? Ich sehe doch nichts. Ich habe keine Muni mehr. Ich habe keine Muni mehr. Wow! Ich habe keine Muni mehr. Was soll ich denn machen? Der Tod wird uns also doch noch nutzen. Ich hab... Wow. Ja, ist doch gut, geh doch weg da. La. Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade nicht auf die Kommentare eingehe ein bisschen. Ja, ist halt wie gesagt, ich muss mich gerade ein bisschen aufs Spiel konzentrieren. Ja, ciao. Sie waren schon immer dumm. Ja, sie waren schon immer dumm, du bist auch dumm. Na toll, jetzt schießt sie auch noch vorbei, weil sie so am Rumzappeln sind. Ja, toll! Super! Oh, hallo Meier Deluxe, willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und ich sehe so gut wie gar nichts. Geh weg! Sie waren schon immer dumm. Ach, halt die Schnauze, mein Gott. Wow, wo sind die denn? Oh, nein! Sterben die auch mal irgendwann, oder? Wow! Ja, ciao! Gibt's noch... Nimm noch mit die Muni. Warum nimmst du denn die Muni nicht mit? Mein Gott. Die sterben aber auch irgendwie nicht, ne? Oh, sie ist gleich schon wieder müde mit dem Rennen. Das glaube ich jetzt nicht. Für welche Pille entscheidet sich Flex? Ich habe keine Ahnung. Für die rote, glaube ich. Opfer gibt es keinen Fortschritt. Wow. Ciao. Nimm die Muni mit. Schön die Muni mitnehmen. Wow. Ich sehe nix. Was? Wow.
Jetzt mache ich ihn alle. Ein Jammer, sie werden nie sehen, was wir erreicht haben. Ich mach dich alle, du Schwein. Ja, komm her, wow, was? Renn doch! Sie glauben, sie können entkommen. Was? Sie hören uns. Natürlich! Ja, komm, ey. Das ist so lächerlich jetzt gerade schon wieder, ne, dieser Kampf. Ohne Spaß. Das ist so lächerlich. Das gibt's gar nicht. Ja, ich hab die... Ich hab die Waffe ausgewählt. Was soll denn das? Ey, komm. Ach, ich muss auf die Hand schießen. Da sagt das doch einer. Ach, Mann. Danke, Eis. Aber nicht vonnöten. Okay, aber was raus muss, muss raus. Ein kleines Trostpflaster an Love. Rüberreichen. Auch von mir, okay? Okay, man muss auf die Hände schießen. Das habe ich jetzt gesehen gerade. Ja, komm, ey. Hallo? Hallo, ich habe die Taschenlampe ausgewählt. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Was soll ich denn da... Wie soll ich denn da bitte ausweichen? Hallo? Hasta la vista, Baby. Snowball, was machst du denn hier? Und wieso sitzen wir auf der Couch? Waren wir beim Psychologen die ganze Zeit? Man weiß es nicht. Hey, 40 Zuschauer, mein Gott, seid ihr denn wahnsinnig? Vielen, vielen Dank. Und Prost zusammen. Ja, mein Getränk ist alle. Und willkommen zur Let's Play Live Show an alle neuen Zuschauer. Oh, Zuckerarsch. Oh, ich habe die Kamera nicht so eingestellt. Die ist so. Ich kann nichts tun. Hier, ihr seht's. Hier. Ich kann nichts ändern. Oh, Zuckerarsch. So. Sie glauben, sie haben gewonnen. Hier hab ich. Haben sie das? Sie wissen nichts. Ich bin bei ihnen. Und das werde ich jetzt immer sein. Sie kennen mich nicht. Ich bin stärker, als sie glauben. Hasta la vista, Baby. Sind Sie selbstsicher genug? Selbstsicher genug, um Verantwortung für Ihr Handeln zu übernehmen? Was? Ja, ja, Flexi. Hunger. Wie zur Hölle? Was sieht die in der Hosentasche? Keine Ahnung. Das Gehirn ist weg. Agent Kidman, wir übernehmen jetzt. Wie lange ist es her? 37 Minuten seit dem ersten Impuls. Wie sind wir hergekommen? Wovon reden Sie da? Warten Sie, geben Sie mir noch einen kurzen Moment. Myra, wir brauchen Sie hier. Okay, aber uns wurde gesagt, dass er einen Bericht will, sobald Sie zurück sind. Myra! Myra! Das ist doch die Frau von Basti! Was? Okay.
Sie hat also die Finger da im Spiel. Ah, verdammt. Was zum... Sie hatten recht. Ich hab versagt. Aber sie haben nicht mit dir gerechnet. Ich schulde dir was. Willkommen zurück in der Wirklichkeit, Sebastian. Ich hoffe, du findest, was du suchst. Lass den hier. Und die beiden auch. Die gehen nirgendwo hin. Niemand tut das. Anscheinend lebt G-Man noch. Ja, The Evil Within, The Consequence. Das war es. Und das ist das offizielle Ende. Soll ich dir ein paar Einhörner rüberschicken und Regenbogen als Verpflegung? Hunger! Ja, das war's. Unfassbar. Das war The Evil Within, DLC. Geil. Und das war's, glaube ich, auch schon. Ich glaube... Oder sollen da noch weitere DLCs kommen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das war's. Unfassbar. Also die Frau von Basti Castellanos ist also mit dem STEM-System bekannt und auch Mobius aktiv. Also gehört zu Mobius, was wir jetzt erfahren haben. Und auch erst durchs DLC. Im Hauptspiel erfährt man das ja gar nicht. Und wir haben natürlich Basti gerettet mit Kidman. Und, das ist also faszinierend, wie das so alles aufgelöst worden ist. Aber es sieht für mich so danach aus, als wären es nur die beiden DLCs. Ich glaube nicht, dass da noch weitere kommen werden, weil sonst hätten wir jetzt, glaube ich, noch gesehen, was in der nächsten Folge passiert. Bisschen schade, dass das nur 4 Kapitel sind. Mein Gott, kann man sich jetzt, drüber streiten oder nicht? Und, nun gut. Aber ich hoffe, euch hat es natürlich auch gefallen. Erstmal vielen, vielen Dank an die Leute, die da waren oder die da sind. 40 Zuschauer, mein Gott. Vielen, vielen Dank an alle. Ihr seid echt die Geilsten. Kommt noch ein DLC mit Boxmann. Ah, okay. Siehst du, Bodycount hat es geschrieben. Es kommt anscheinend noch ein DLC. Siehst du, wusste ich gar nicht. Dann werden wir es natürlich auch wieder hier im Stream spielen. In der Let's Play Live Show. Und, da freue ich mich sehr drauf. Also, riesig. Also, die DLCs sind wirklich viel, viel besser wie das Hauptspiel. Das habt ihr ja auch schon gesehen und auch selbst gesagt, also so hätte auch das Hauptspiel sein sollen. Ich habe so ein bisschen manchmal das Gefühl gehabt, als hätten die Entwickler keine Zeit fürs Hauptspiel gehabt. Deswegen kamen wir das so ein bisschen rüber und haben alles das ins DLC reingesteckt, was geht. Hat wie immer Spaß gemacht. Ja, Claro, danke auch. Erstklassig und fantastische Kommentare. Jawohl! Ja, was machen wir denn jetzt Schönes? Machen wir noch was? Sollen wir noch was machen? Habt ihr noch Lust, irgendwas zu machen? Sollen wir noch ein bisschen... Was haltet ihr davon? Komm, noch eine Runde Outlast. Hm? Outlast geht doch immer, oder? Ich weiß ja nicht. Also, wenn ihr Lust habt oder so, können wir gerne noch eine Runde Outlast spielen. Ansonsten würde ich sagen, machen wir jetzt dann Bedtime, weil dann war es das für heute. Dann machen wir nämlich schön... ja, noch was! Ja! Ja, war nett mit euch, Ladies and Gentlemen und Flexi. Alien. Ja, weiter... Also wenn dann, wie gesagt, was Kleines, jetzt nichts Großes hier, Alien oder so, das ist ja schon wieder ein bisschen... Bin down! Outlast geht immer, jupp! Outlast, juhu! Ja, okay. Pass auf, dann werde ich jetzt gleich eben schnell switchen auf Outlast. Da machen wir noch einen kurzen, kleinen, schnellen Durchlauf und dann sehen wir uns da gleich wieder. Wie gesagt, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich natürlich aufs nächste DLC, was da noch kommt. Bei The Evil Within. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet hier in Let's Play Live Show. Und dann sehen wir uns gleich wieder hier bei Outlast in der Let's Play Live Show. Ich werde wahrscheinlich dann die Position ändern. Ich werde dann wahrscheinlich auch mein Bürostühlchen wechseln, ein bisschen bequemer sitzen, ein bisschen. Ich meine, ich kann hier auch bequem sitzen. Und dann seht ihr mich auch ein bisschen näher. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Wo ist die fröhliche Nerf? Fröhliche Nerf. Bleib bei der Übersetzung. Wie gesagt, jetzt geht's weiter gleich mit Outlast und ich lasse eben nur kurz noch die Credits zu Ende laufen. Deswegen blubbel ich jetzt auch so viel, weil der Song ja GEMA-mäßig und alles so ein bisschen... ich da keine
Freigabe habe. Aber gut, ich verdiene damit sowieso kein Geld von so und ist ja eh egal. Wie gesagt, wir sehen uns gleich wieder in der Let's Play Live Show mit Outlast im Speedrun. Mal eben schnell noch nachgeschoben. Heute ein bisschen länger, weil wir ja letztes Mal zwei Tage hatten, ja, wo Let's Play Live Show ausgefallen ist. Gibt's heute, ich sag mal, ein bisschen sondermäßig Bonus-Stream. Also, ich würde mich freuen, wenn wir uns gleich wiedersehen. Bis gleich dann. So, da bin ich nochmal, nicht wundern, ich bin nicht im Bild. So, haben wir geschafft, abgeschlossen, jawohl, überlebt. Hey, jawohl. Gesamtzahl der Tode, 12. Spiel speichern, natürlich. Genau, Prost zusammen an alle. So. Ich denke mir mal, dass da noch ein paar Kapitel wahrscheinlich kommen werden, vermute ich mal. Und das werden wir dann im nächsten DLC sehen. Jetzt sehen wir uns gleich wieder, wie gesagt, bei Outlast und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Also sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich dann.